Sehr geehrter Bundesverfassungsgerichtspräsident Voskuhle, liebe Preisträgerinnen und Preisträger, liebe Gäste der Preisträgerinnen und Preisträger, liebe Kolleginnen und Kollegen der Preisjury, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Im Namen der Otto-Brenner-Stiftung darf ich Sie, euch alle ganz herzlich zur Verleihung des Otto-Brenner-Preises für kritischen Journalismus 2013 begrüßen. Ich freue mich, dass unsere Ausschreibung und die heutige Preisverleihung wieder auf großes Interesse gestoßen ist. Es ist ja so, dass in der Öffentlichkeit viel über die Krise des Journalismus diskutiert wird. Zeitungen wechseln die Besitzer oder verschwinden ganz von der Bildfläche. Leser gehen verloren, die Auflagen sinken und das Anzeigengeschäft schwächelt. Medienkonsum und Mediennutzung, nicht nur der jungen Generation, wandeln sich und vielen Medienhäusern fällt es schwer, innovative Antworten auf die Herausforderungen durch das Internet zu geben. Teilen der Branche geht es nach wie vor recht gut. Bei anderen ist die Lage angespannt bis prekär. Etwas mit Medien machen, das ist für viele junge Leute ein Traumberuf. In der Realität bewegen sich viele Medienschaffende finanziell am Existenzminimum. Kurz, die Medienwelt ist auf jeden Fall in Bewegung, die Richtung ist nicht eindeutig und das Ergebnis ist recht ungewiss. Was meines Erachtens allerdings trotz aller Probleme völlig fehl am Platze ist, sind pauschale Negativurteile über die Qualität unseres Journalismus. Es gibt nach wie vor guten und kritischen Journalismus und das in allen Sparten. Es gibt originelle Reportagen in Zeitungen, spannende Dokumentationen im Fernsehen, aufwühlende Hörfunkbeiträge, interessante Internetangebote. Das kritische Nachfragen, das hartnäckige Dranbleiben, das tiefe Schürfen, das spektakuläre Aufdecken, all das gibt es nach wie vor, meine Damen und Herren. Aber festzustellen ist aus meiner Sicht auch, dass Qualitäts- und Recherchejournalismus gerne in Nischen sich versteckt und gelegentlich auch mal nur als Garnitur für den Mainstream missbraucht wird. Wir, die Jury des Brennerpreises, haben uns bemüht, herausragende Recherchen und eigenwillige Handschriften aus den fast 700 Bewerbungen herauszufiltern. Diese fast 700 Bewerbungen für diesen Wettbewerb ist wieder ein neuer Rekord. Und einerseits können wir ein wenig, will ich schon sagen, stolz auf diesen enormen Zuspruch sein. Er unterstreicht die große Akzeptanz und hohe Wertschöpfung, die der Brennerpreis genießt. Andererseits, das stimmt dann auch wieder, bedeutet diese Anzahl von Bewerbungen viel, viel Arbeit für die Jury und für das kleine Team der Otto-Brenner-Stiftung ist das eine enorme organisatorische und inhaltliche Herausforderung. Alle Bewerbungsunterlagen müssen erfasst werden. Die Beiträge werden gesichtet, gewichtet und verglichen und mit Zusatzinformationen für den Diskussionsprozess in den Jury-Sitzungen aufbereitet. Viel Arbeit ist also zu leisten, damit wir als Jury aus dem Berg der Bewerbungen die Leuchttürme identifizieren und würdige Preisträgerinnen und Preisträger auswählen können.
Ich glaube, dass wir auch 2013 wieder fündig geworden sind. Und wir freuen uns, Ihnen heute am frühen Abend einige motivierende Beispiele für exzellenten, für kritischen Journalismus präsentieren zu dürfen. Ich will Ihnen kurz meine Mitjurorinnen und Juroren vorstellen. Ich darf ganz herzlich willkommen heißen Herrn Professor Dr. Lilienthal. Ich grüße Sie bei der Otto-Brenners-Stiftung und zur Preisverleihung, Herr Professor Lilienthal. Wir sind sehr froh, dass Sie als Professor für, so heißt das, die Praxis des Qualitätsjournalismus in unserer Jury mitarbeiten. Und ich danke Ihnen auch stellvertretend für die anderen Jurymitglieder für Ihr ganz besonderes Engagement bei der Vorbereitung der Jury-Sitzungen. Professor Lilienthal hat mit einem motivierten Team von jungen Studentinnen und Studenten seines Lehrstuhls eine Reihe der erwähnten Aufgaben engagiert angepackt. Und dass einige aus dem Team Lilienthal heute Abend hier sind, freut mich ganz besonders. Ich darf mich für die Arbeit dieser jungen Leute herzlich bedanken und Sie herzlich willkommen heißen. Es gab jetzt große Aufregung, Herr Brandl, weil Sie noch nicht da waren, aber jetzt sind Sie ja da. Ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen hier bei der Otto-Brenner-Stiftung. Brandls, ich darf das zitieren, journalistische Leistung in unzähligen Artikeln, Kommentaren und Essays ist seit Jahren sowohl stil- als auch meinungsbildend in der deutschsprachigen Medienlandschaft und darüber hinaus, Zitat Ende. Das stimmt ja auch, das Zitat, und es klingt gut. Und es, wie gesagt, sind das nicht meine Worte, sondern das ist ein Zitat. Herbert Brandl ist vor wenigen Wochen mit dem diesjährigen Münchner Publizistikpreis ausgezeichnet worden. Und das Zitat ist Teil der Begründung. Herzlichen Glückwunsch, Herr Brandl, zu dieser tollen Auszeichnung und vielen Dank dafür, dass Sie uns seit Beginn unseres Preises als Jurymitglied engagiert begleiten. Ich darf Sie willkommen heißen und bedanke mich ganz herzlich. Auch Sie, lieber Herr Schumann, darf ich herzlich willkommen heißen. Vielen Dank, dass auch Sie Ihre journalistischen Kompetenzen einbringen mit großer Erfahrung und ruhiger Umsicht an der Auswahl der Preisträger mitwirken. Unsere letzte Jury-Sitzung fand am 2. Oktober statt. Herr Schumann musste nachmittags nach Köln aufbrechen, weil dort abends die Verleihung des Deutschen Fernsehpreises anstand. Und er mit einem Kollegen unter den Nominierten war. Und wir haben seine Worte zum Abschied noch im Ohr. Da fahre ich jetzt hin, auch wenn der Preis an andere gehen wird. Wie man sich doch täuschen kann, lieber Herr Schumann. Ich darf Ihnen herzlich gratulieren zum Deutschen Fernsehpreis 2013 in der Kategorie Beste Reportage für Ihren Film Staatsgeheimnis Bankenrettung. Dann möchte ich ganz herzlich Professor Dr. Thomas Leif begrüßen. Herzlich willkommen bei der Otto-Brenner-Stiftung. Und vielen Dank, lieber Thomas Leif, dass Sie sich von Anfang an stark gemacht haben für unseren Preis. Ich glaube, der eigentliche Aktionist war die letzten fast 10 Jahre Thomas Leif. Er hat Bemerkenswertes für diesen Preis geleistet. Und wir haben zahlreiche Ideen von ihm erhalten, davon profitiert. Und wir haben auch solche Ideen weiterentwickeln können. Und dass Sie, lieber Thomas Leif, trotz vielfältiger anderer Verpflichtungen
bei diesem ehrenamtlichen Engagement nicht nachlassen, wissen wir sehr zu schätzen. Herzlichen Dank dafür, Thomas Leif. Für den heutigen Abend muss ich entschuldigen, unser Jurymitglied Sonja Mikisch. Sie berichtet zurzeit aus den USA. Man kann schon sagen, dass ihre Aufgabe dort sie wirklich unabkömmlich macht. Auch Sonja Mikisch wurde Anfang des Jahres mit einem Preis geehrt. Das will ich nicht unerwähnt lassen. Die Jury des Fachblattes Medium Magazin hat sie zur Journalistin des Jahres in der Kategorie Politik gewählt. Frau Mikisch ist ja nicht nur eine geschätzte Jurykollegin und profilierte Fernsehmoderatorin, sondern auch war bis dato eine souveräne Moderatorin unserer Preisverleihung. Leider müssen wir heute Abend auf Sie jedenfalls live verzichten. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass wir Frau Kai-Sylve Richter als Moderatorin gewonnen haben. Ich darf Sie ganz herzlich, Frau Richter, willkommen heißen bei der Otto-Brenner-Stiftung. Und wir freuen uns darauf, dass Sie uns wie, ich glaube, das war 2008, auch heute Abend durch das Programm souverän führen wird. Verehrte Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen, Höhepunkt der jährlichen Ausschreibung ist unsere Preisverleihung. Ich freue mich, dass auch wieder zahlreiche Medienvertreter aus Redaktionen und von Sendern gekommen sind, die heute keinen Preis bekommen. Aus München ist, wie schon in den letzten Jahren, wieder ein Jahrgang der Deutschen Journalistenschule angereist. Und ich darf den Leiter der Deutschen Journalistenschule, Herrn Jörg Satrozinski, und die Kompaktklasse der 52. Lehrredaktion, wie es offiziell heißt, schwierig auszusprechen, herzlich willkommen heißen und Ihnen allen einen schönen Abend bei der Otto-Brenner-Stiftung wünschen. Und natürlich, meine Damen und Herren, sehr geehrte Gäste, ist es mir persönlich eine große Freude und für die Stiftung selbstverständlich auch eine Ehre, den Präsidenten des Bundesverfassungsgerichtes, Herrn Professor Dr. Andreas Voskuhle, heute hier als Festredner begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Herr Professor Dr. Voskuhle, wir heißen Sie ganz herzlich willkommen. Ich habe das selbstverständlich recherchieren lassen und auch bei Ihnen in Karlsruhe nachgefragt. Und wir sind zu einem, ich finde, doch einigermaßen erstaunlichen Ergebnis gekommen. Unseres Wissens hat noch nie in der über 60-jährigen Geschichte des Verfassungsgerichtes ein amtierender Präsident auf einer Veranstaltung der IG Metall gesprochen. War das jetzt ein Fehler der IG Metall oder ein Fehler des Bundesverfassungsgerichtes? Wir lassen das mal, Herr Professor Voskuhle, dahingestellt. Wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihr Kommen und Ihr Mitwirken bei der heutigen Veranstaltung. Herzlich willkommen. Frau Richter hat mich da schon drauf angesprochen. Ich habe das schnöde von mir gewiesen. Ich will ein paar persönliche Worte sagen. In etwa anderthalb Wochen, einige werden das ja wissen, werde ich mich von der Spitze der IG Metall zurückziehen. Mit dem Vorsitz geht dann auch die Verantwortung in andere Hände über. Und ich bin mir sicher, dass dieser Wechsel an der Spitze
meiner Organisation keinen Bruch bedeutet, sondern dass die IG Metall den erfolgreichen Weg der letzten Jahre fortführen und fortsetzen wird. Auch das neue Führungspersonal wird die gesellschaftspolitische Entwicklung der Republik weiterhin engagiert und kritisch begleiten. Und da bin ich mir auch sicher, in ihrem Einsatz für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Bürgerrechte, Freiheit, Frieden und Sozialstaat nicht nachlassen. Für uns als IG Metall ist jedenfalls klar, freie Gewerkschaften, ich betone freie Gewerkschaften, brauchen für ihren Gestaltungswillen und das Funktionieren der Mitbestimmung offene Gesellschaft und gefestigte Demokratien. Das Grundgesetz setzt für uns dabei den Rahmen. Rechtsstaat und Sozialstaat, Vereinigungsfreiheit und Tarifautonomie gehören dazu. Ohne sie sind wir gesellschaftspolitisch wirkungslos, tarifpolitisch handlungsunfähig und betriebspolitisch machtlos. Ich bin zudem der Überzeugung, ohne den Schutz der Meinungsfreiheit droht jede Zivilgesellschaft zu ersticken. Und ohne eine funktionierende Gewaltenteilung ist das Schicksal jeder Demokratie über kurz oder lang besiegelt. Ob verordnete, erstrittene oder erkämpfte Demokratie. Historische Errungenschaften wie etwa die parlamentarische Demokratie sind aber nicht per se stabil oder von Dauer, sondern müssen immer wieder geschützt, erneuert, verteidigt und gelebt werden. Und das haben sich die Gewerkschaften nach leidvollen Erfahrungen im 20. Jahrhundert, in der ersten Hälfte jedenfalls, auf ihre Fahnen geschrieben. Und das ist auch die große Aufgabe und ständige Herausforderung für das Bundesverfassungsgericht. Liebe Gäste der Otto-Brenner-Stiftung, nicht ohne Grund genießt das Bundesverfassungsgericht in der Bevölkerung hohes Ansehen und hohes Vertrauen. Als Hüterin der Verfassung hat sich das Gericht zu einer über die Grenzen hinaus geschätzten Institution entwickelt, die unserer Demokratie nur gut tut. Ich kann auch gar nicht hier auf einzelne Entscheidungen eingehen. Aber als interessierter Beobachter und kritischer Begleiter vieler Entscheidungen der letzten Jahre will ich nur sagen, ich glaube, sehr verehrter Herr Präsident, dass unsere Verfassung, dass das Grundgesetz der Republik bei Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen in guten Händen ist. Dass Sie und das Gericht gelegentlich von hier aus dem politischen und medialen Berlin Gegenwind zu spüren bekommen, widerlegt nicht diesen Eindruck, sondern bestätigt eher meine Auffassung. Und ich will hinzufügen, nicht jeder, der da rumkritisiert oder in seinem Namen gar die Bezeichnung Verfassungsschutz trägt, ist tatsächlich ein Hüter, ein Schützer der Verfassung. Ich sehe das so, dass das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe die wirkliche Schützerin unserer Verfassung ist. Und die IG Metall und auch ich persönlich danken Ihnen und dem Verfassungsgericht dafür. Und ich will Ihnen versichern, dass Sie auch in der neuen Führungsmannschaft der IG Metall immer an Ihrer Seite wissen können, wenn es um den Schutz der Verfassung, die Stärkung der Demokratie und die Weiterentwicklung einer lebendigen Zivilgesellschaft geht. Herr Professor Voskuhle hat, ich darf zitieren, kritischer Journalismus als Verfassungsauftrag zum Thema seiner heutigen Festrede gemacht. Wir sind gespannt auf Ihre Ausführungen. Und ich übergebe den Stab wieder an Sie, Frau Richter,
und wünsche uns allen eine schöne Preisverleihung und einen freundlichen Abend. Ich danke für die Aufmerksamkeit.